ein großer Raum liegt vor uns, wahrscheinlich auch ein Kampf, deswegen sollten wir nochmal ein paar Flaschen wegwerfen. Gucken, wie die Bewegungspunkte aussehen, soweit gut. Und noch ein, zwei Wirselkräuter essen. Na, 10 Stück haben wir noch, du bist okay, du kannst eins gebrauchen. Du nicht, du nicht, du nicht. Du, ja. So, Astralenergie sieht auch ein wenig mau aus. Haben wir noch normale Zaubertränke? Nein, der ist stark. Der ist normal. Einer für Mürrim. Der hier ist hoffentlich auch stark. Gut. Jelen hat auch einen starken auf Vorrat. Nein, das ist ein normaler. Den kann sie gleich mal trinken. Ja, das ist ein Zaubertrank. Den sollst du trinken. Flasche gleich wieder weg. Und bitte den starken Zaubertrank zu Jallen, dass jede Zauberkundige auch einen starken Trank zur Hand hat. Oh, und nur noch 12 Pfeile. Das ändern wir mal. Schieb mal 10 zu ihr. 22, 29. Das sieht doch schon besser aus. So, es hat auch jeder den Bogen in der Hand. Lebensenergie schaut gut aus. Du hast dein Expurgikum und du hast einen starken Zaubertrank. Haben wir sonst noch Zaubertränke über? Nein, anscheinend nicht. Die Flaschen schmeißen wir auch nochmal weg. So, das sieht doch schon gleich viel besser aus. Dann... Oh, Kiste. Wir haben 3 Roben, 3 Hemden, 3 Hosen, 3 Dolche, ein Schwert, eine Weinflasche und ein Bier. Das Schwert nehme ich mal mit. Das sticht so ein wenig heraus. Und die Roben nehme ich mit, weil die viel wert sind. Eine Dukat und 6 Silberlinge. Okay. Das Schwert kommt schon mal zu Talana, die hoffentlich noch genug Platz hat. Ja, schaut gut aus. Das müssen wir also noch identifizieren. Und wo sind die Roben gelandet? Bei Gerogon. Ah, aber das sind grüne Roben. Die können gleich wieder weg. Die waren nur ein paar Silbertaler wert. Und da ist uns das Gepäck inzwischen ein wenig zu schade für. Auch wenn ich es nicht so toll finde, dass wir jetzt unsere Helden so dekadent spielen müssen. Aber wir legen die Roben halt zurück in die Truhe und werfen die nicht einfach so auf den Boden. Ne? Das hört sich schon besser an. Also doch, oh, doch ein Kampf. Ich wollte gerade sagen, kein Kampf in diesem großen Raum. Das ist ja komisch. Und sofort geht's los. Oh, die Streuner da hinten habe ich total übersehen. Du fang mal den ab. Und du fang mal den ab. Am besten von da, dass die Elfen noch schießen können. Du schießt auf den und Talana zieht sich gleich mal zurück. In der Hoffnung, dass der Kultist dann auf Tyrig losgeht. Du geh mal dahin. So, du schießt auf den da. Jetzt muss Jalle nur einen Schritt zurück machen und wir dürften... soweit vorbereitet sein. Ja, jetzt ist nun wieder Talana da, die hoffentlich... Ah, oh, das ist in Ordnung. Solange sie jetzt nicht zu viel Schaden bekommt, können wir das einfach so weiterlaufen lassen. Erster Kultist ist tot. Sehr gut. Jetzt hebe ich den Computerkampf mal kurz auf, damit die Elfen nicht im Nahkampf rennen. Du gehst mal weg. Du stellst dich dahin und haust ihm den Rücken. Du stellst dich dahin. So, du greifst den an, das ist okay. Waffe zerstört. Nein, das war Gerogons. Also, ich überlege mir jetzt echt, ob ich den reparieren lasse oder nicht. Weil der ist sowas von für lau. Macht keinen Schaden, trifft nicht ordentlich und zerbricht bei der ersten Gelegenheit. Das ist ja eine echt tolle magische Waffe. Na, ich werde es doch reparieren, aber trotzdem ist das ärgerlich. Wir haben keine Ersatzwaffe im Gepäck, weil ich davon ausgegangen bin, dass sie wenigstens seltener zerbricht als normale Waffen. Na gut, dann hau dich gefälligst selbst. Nein, dann geh etwas dahinter, damit die Elfen wenigstens schießen können. Damit einer Schaden macht.
Und ja, ich bin gerade etwas verbittert, weil Terik mit seinen 5 Attacke-Werten andauernd trifft und gleich im zweistelligen Bereich und Gerogon nie trifft und wenn, dann höchstens mal für 4 Schadenspunkte. Jetzt kann er gar nicht mehr treffen, weil die Waffe kaputt gegangen ist. Innerhalb der ersten Runden eines Kampfes. So, du schießt ihm in die Seite. Ja. Du schießt ihm in den Rücken. Na, ja, also so. Und du stürmst mal in die Richtung. Du stürmst nebenher, bist aber schneller, weil du kein Zwerg bist. Und du gehst einfach daran und haust mit bloßen Fäusten. Au, Gerogon haut Gerogon für 6. Ich mag meinen Charakter nicht. So, du gehst einfach mal ein bisschen sinnlos in der Gegend rum. Du stellst dich noch einen weiter. Du bist jetzt vorsichtig. Und im vorsichtigen Modus, der richtig Abzüge auf Attacke gibt, da trifft er natürlich. Ach ja, Gerogon, Gerogon. Du stellst dich hinter ihn. Und du stellst dich in den Weg. So, aggressiv. Du. Jetzt machen wir das Elfentanzspiel. Also nächstes Mal. Dann schießt Mürrim, dann stellt sich Jallen vor Mürrim. Jallen schießt, dann geht Mürrim vor Jallen. Mürrim schießt und so weiter. So, du haust jetzt mit deiner schönen, tollen Axt, die Gerogon auch gerne hätte, nur halt in Schwertform, auf den. Du machst alte Option, du machst alte Option. Du ebenfalls, du stellst dich jetzt vom Rücken und schießt. Du stellst dich jetzt vor Jallen und schießt. Der müsste doch eigentlich langsam fliehen. Aber na gut. Du stellst dich vor Mürrim und schießt. Sehr schön. Schwert und Lederzeug. 12 Abenteuerpunkte. Und Gerogon, ja. Bastardschwert kommt erstmal weg. Wir haben noch das Kurzschwert. Das gilt ja als Schwert, also müsste er eigentlich damit... Oh. Ja, doch. Es sieht bestimmt nicht imposant aus, mit so einem Kurzschwert rumzulaufen. Wenn man Kettenzeug, Kettenhelm und Kettenbams trägt. Aber das sind doch überzeugende Werte. Und wir können sehen, die Waffe erhöht die Attacke um 1 und senkt die Parade um 1. Also ist doch ganz ordentlich. Bräuchten wir nur noch ein Schild und dann nehmen wir einfach Matalanas weg. Zumindest kurzfristig. So, einmal Grundwerte anzeigen bitte. Und Gewichtslimit erreicht. Talana? Ja, kann sie noch tragen. Schön, schön. Nee, du behältst dein Schild, du behältst auch dein Schild, du gibst dein Schild. Immer noch nicht. Dann die Roben zu Mürren. 1. Ja, geht auch nicht mehr. Jetzt geht das schon wieder los. Kannst du vielleicht? Ja, kannst du. So, Rüstungsschutz 11, genau wie Terik, das ist doch ordentlich. Und er hat jetzt wesentlich bessere Angriffswerte als... Oh, Terik hat inzwischen 7. Wir haben einmal Körperkraft gesteigert, aber dass das so viel ausmacht... Ah, und ich glaube, wir haben einmal Äxte steigern können. Im Gegensatz zu Gerogon, der weder 2 Hände noch Schwerter steigern konnte. Was ja doch ein wenig komisch war. Aber na gut, wir nehmen uns die nächste Tür vor. Noch eine zerschlagene Statue. Jede Menge Bolzen. Aua, Gerogon hat gleich richtig eins auf die Nase bekommen. Den starken Heiltrank trinkst du bitte nicht. Aber einen normalen könnten wir mal trinken. Die bringen eh nicht viel mehr als ein Wirselkraut. Aber sind nicht stapelbar. Und nehmen dementsprechend auch recht viel Platz weg. Aber wir haben fast nur starke. Okay. Oh, und ich sehe gerade, wir können Talana ja den Trank wieder geben, dass sie kein Schild mehr hat.
Starker Heiltrank, starker Heiltrank. Nö, tut mir leid, Gerubern, wir haben keine normalen Heiltränke mehr für dich. Dann halt so. Wer war noch angeschlagen? Yallen selbst. Und Talana aber nur ein wenig. Ja, das ist vertretbar. Also zurück. Nächste Statue zerschlagen. Ah, und wieder in die Bolzen rein. Wozu haben wir eigentlich Gwendolyn vorne? Die müsste sowas doch entdecken. So. Oh. Zwei Kultisten. Das sieht aber irgendwie ein Hinterhalt aus. Hm. Na gut, wir warten erstmal ab. Gwendolyn läuft an der Seite nach vorne, damit die Elfen eventuell schießen können. Kirugon läuft auch an der Seite. Und das sind eh Fernkämpfer, das ist doch gut. Dann schießt du mal zurück. Du gehst da mal lieber weg, falls von hinten wirklich was kommt. Und stellst dich da so hin in die Nische. Du läufst Gerugon hinterher. Hey, nicht zweimal schießen, das ist unfair. So, jetzt bitte Gwendolyn zuerst, damit sie aus dem Weg gehen kann. Oder so ist auch okay. Jetzt Gwendolyn dahin. Und du gehst ganz in die Ecke. Du kannst jetzt auf den schießen, soweit so gut. Jetzt müssen wir nur noch Tirik und Gerugon positionieren. Dann können wir den Autokampf anmachen. So, du haust nur den. Mit deinem neuen Kurzschwert. Wo du natürlich nicht gleich getroffen hast, aber Tirik gleich treffen wird. Ja, ich habe hier momentan echt auf den Kieker. So. Tirik kommt gar nicht erst ran. Na gut. Du haust ihn. Warum? Vorsichtig, nein. Na gut, du wartest ab und jetzt machen wir Computerkampf an, keine Magie. Und gucken mal, wie sich das Ganze entwickelt. Also Tirik trifft nicht, das beruhigt mich schon mal irgendwie. Auch wenn es nicht so gut ist für unsere Gruppe, beruhigt es mich dennoch, dass die Werte nicht ganz so sehr lügen. Talan natürlich sofort den Weg. Tirik trifft für 12. Gerugon trifft auch mal, wenn auch nur für 2. Und jetzt fehlt nur noch, dass Myrum Yallen in den Weg läuft oder umgekehrt. Na, no, die halten gut was aus, wollte ich gerade sagen. So, 2 Schwerter, 2 Lederzeug, 6 Abenteuerpunkte und Waffen wechseln. Auch wenn wir nur noch 10 Pfeile haben. So, die Nische. Statue zerschlagen. So, jetzt werden wir wahrscheinlich hier in einen ganz großen Raum reinkommen. Aber was das da bedeuten soll, weiß ich immer noch nicht. Im Notfall sprechen wir später mal ein Penetritzel. Misslungen und eine Sackgasse. Das glaube ich doch nicht. Oh, da ging's hoch. Ah, das war der eigentliche Weg runter. Na gut, dann gehen wir jetzt hier mal die Westwand ab. In der Hoffnung, dass es irgendwo einen Durchgang gibt. Na, ja, die Bolzen. So, ist gleich noch ein. So, dann machen wir jetzt Hellsicht, Penetritzel. Und teleportieren uns dahin. Dann müssen wir durch die ganzen Bolzen nicht wieder durchlaufen. Talana, Bewegung, Transversales, dahin. Und sehr schön. Dafür kriegst du jetzt auch einen starken Zaubertrank. Den gönnst du dir einfach mal. Wenn wir den irgendwo noch einen finden. Du hast einen in der Hand. Sie hat einen im Inventar, sie hat einen im Inventar. Wir haben gar keine mehr. Oh, das ist jetzt nicht so gut. Jetzt hat sie nur 19 Astralenergie. Also für einen Fulminictus oder Ignifaxius dürfte es noch reichen. Aber trotzdem ist das schade. Na gut.
schleichen wir uns erstmal hier lang. Eine Tür. Oh. Okay. In die Richtung geht das nicht weiter. Okay, hier war ja irgendwo ein Schalter. Der hat wahrscheinlich den Block da weggenommen. Dann hätten wir hier durchgehen können. Ah, okay. Aber so geht's ja auch. Was haben wir hier? Noch eine Statue. Die kommt gleich mal weg. Und eine weitere Tür. Aber vorher speichern wir erstmal ab. Speichern. LP. Ah, 61. Und wir sehen uns gleich wieder.